Dahinter steckt eine große Firma mit mehreren tausenden Spielern. Wie gesagt, der Geschäftsführer, der war bei Schalke 04. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute in dem Video geht es um ein Thema, was jetzt relativ spontan auf mich zukam. Erstmal, Leute, ich bin wieder aus dem Urlaub da. Ich freue mich wieder, hier auf YouTube aktiv zu sein, mit euch Videos aufzunehmen, mit euch zu streamen und so weiter. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die letzten Tage schon ein paar Streams zu machen. Heute im Video geht es aber um ein Thema, was jetzt auch schon die nächsten Tage ansteht und wo ich unbedingt dabei sein will. Und ja, ihr seht es im Titel, es geht um mein Tania oder mein Tania. Ja, mein Tania ist es hoffentlich richtig ausgesprochen. Ja. Das Ganze ist ein neuer Minecraft-Server, der die nächsten Tage eröffnen wird, beziehungsweise erstmal in den Alpha-Test, beziehungsweise Beta-Test oder sowas, also erstmal in die Testphase kommt. Also wie das bei jedem neuen Server so ist, das wird wahrscheinlich nicht zu 100% alles direkt am Anfang funktionieren. So ist das halt, so ist das bei jeden Neueröffnung, bei jeder Firma, bei jedem, was weiß ich. Naja, alle Informationen darüber, es gibt sehr viel zu erzählen, werde ich euch heute in dem Video hier berichten. Meine persönliche Meinung oder auch, was hat sich damit auf sich, wer ist damit beteiligt und was wird wahrscheinlich passieren. So ein paar Spekulationen. Deswegen, falls ihr noch nichts davon gehört habt oder falls ihr schon ein bisschen was wisst, heute in dem Video werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Informationen zusätzlich bekommen. Ich habe mir ein bisschen auf der Webseite alles angeguckt. Ich habe persönlich auch schon mit dem lieben Abgegrieft, der daran ja auch beteiligt ist, geschrieben. Und ja, wir werden erstmal in eine Runde Jump Leech reingehen. Ich mache mal ein Join Me hier. Zack. Dann kommen auf ein paar Leute rein. Ja, okay, fangen wir an. Also, mein Tania ist ein neuer Minecraft-Server, den es so wahrscheinlich noch nie gegeben hat, quasi in der ganzen Minecraft-Szene. Und warum, das werde ich gleich ein bisschen drauf eingehen. Natürlich weiß ich auch noch nicht so viel, weil natürlich der Server noch nicht da ist. Ob es am Ende so krass sein wird, wie es auf der Webseite zum Beispiel beschrieben ist oder wie es im Trailer gezeigt wurde, das werden wir natürlich noch sehen. Das werden wir an diesem Freitag um 19 Uhr sehen. Da werde ich auch, wenn alles gut läuft, auf jeden Fall livestreamen. Das heißt, ja, schaut auf jeden Fall da gerne bei mir dann in den Livestream rein. Das würde mich auf jeden Fall freuen und seid gerne dabei. Ich werde auf jeden Fall das Ganze kommentieren und dabei sein. Und ja, wir werden jetzt hier parallel ein bisschen Jump Leech spielen und schauen uns das mal an. Let's go! Ja, fangen wir erstmal an. Von wem ist das Ganze? Um was handelt es sich überhaupt? Erstmal, das Ganze ist ja nicht diesmal einfach nur ein YouTuber, so jemand wie Abgegrieft, der jetzt einfach nur einen Server rausmacht, sondern von Anfang an ist es klar, dahinter steckt eine große Firma. Und zwar geht es um Pixel Game, genau Pixel Game Studio. Das Ganze ist eine GmbH und die werden diesen Server quasi, also dieser Server läuft halt über deren, ist von denen entwickelt und da sind Mitarbeiter hinter und dahinter steckt ganz schön viel Geld. Natürlich steckt auch hinter Gomme HD oder was weiß ich, Hypixel oder sowas, also hinter großen Servern steckt auch sehr viel Geld, weil es natürlich auch viele Spieler sind, viele Kosten und viele Shop-Einnahmen wahrscheinlich. Aber hierhinter steckt jetzt wirklich direkt eine Firma, die halt ja das Ganze auch wahrscheinlich wirtschaftlich betreibt. Das Hauptziel, soweit das Abgegrieft in seinem Video gesagt hat, beziehungsweise soweit es auch auf der Webseite erkennlich ist, ist im Prinzip ein Spiel zu machen, was in Minecraft funktioniert, ohne dass es quasi einfach nur Minecraft ist, sondern man nimmt mal quasi Minecraft und macht in diesem Minecraft quasi ein eigenes Minecraft, so um es mal im übertragenen Sinne zu sagen. Ja, was man auf jeden Fall schon entnehmen kann, ist, dass das Hauptziel natürlich sein wird, es wird jetzt nicht irgendwie Minigames so geben, wie jetzt hier irgendwie Bed Wars oder Sky Wars, sondern es handelt sich sehr viel auf jeden Fall um, ja, ich sag mal Vanilla und das, was wir auch schon von Citybuild kennen. Dementsprechend, ja, bin ich auf jeden Fall auch echt gespannt, weil ich auf sowas sowieso sehr Bock habe. Es ist auch noch nicht, glaube ich, noch nicht genau bekannt, über welche Version das Ganze erreichbar sein wird. Ich denke mal, dass sie auf jeden Fall eine neuere Version als die 1.8 nehmen, weil einfach in den neueren Versionen viel mehr möglich ist und es auch einfach, ja, einfach schöner ist. Ja? Also da ist einfach viel mehr möglich. Und dementsprechend denke ich, dass da eine neuere Version genommen wird. Welche genau, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ist auch, glaube ich, noch nicht genau bekannt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Firma selber. Hinter der Firma stecken, ja, wie schon gesagt, auf jeden Fall Abgegrieft. Somit ein sehr großer YouTuber, der das Ganze unterstützt. Und auch der Geschäftsführer, ich muss ganz kurz einmal den Namen, den habe ich mir hier aufgeschrieben, und zwar der Chris.
Gellner, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Der liebe Chris ist der Geschäftsführer von dem Ganzen. Das heißt, diesmal ist nicht nur, sag ich mal, abgebrieft der Owner, sondern es handelt sich wirklich um ein großes Team, wo auch mehrere Leute hinterstecken. Und ich sag mal so, der Gründer ist auch dementsprechend nicht abgebrieft, sondern wie Abga auch in seinem Video gesagt hat, wurde der eher quasi nur gefragt. So für die Leute, die sich das fragen. Dieser liebe Chris, der quasi Geschäftsführer, ist scheinbar auch jemand, der sich sehr gut mit, sag ich mal, Management, Unternehmensgründung oder wie auch immer auskennt. Denn er war schon bei sehr vielen Firmen, die ihr vielleicht auch kennt. Hier steht unter anderem Noblechair, Case King oder auch zum Beispiel für den E-Sport-Sektor von Schalke 04, also dem Fußballverein, zuständig. Und das sind auf jeden Fall interessante Sachen, weil das natürlich beweist, dass der Typ was kann. Der weiß, von was er redet. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, weil das wird scheinbar echt relativ groß. Da kommen wir schon ein bisschen zu den Spekulationen. Vielleicht denken sich einige so, ja, Flux, wie schätzt du das ein? Wird das echt abgehen? Was genau kommt auf uns zu? Und ich glaube wirklich, da kommt geiles Zeug auf uns zu. Weil wenn quasi so eine Firma sich dahinter stellt und was man auf der Webseite erkennen kann, ist ja wirklich, dass es wirklich eine, dass man Gilden zum Beispiel gründen kann, dass es eine neue Welt wird, dass es neue Monster gibt, beziehungsweise wahrscheinlich halt veränderte, programmierte Sachen geben wird. Das sind ja Sachen, die, sag ich mal, auf uns zukommen und die Minecraft einfach, so wie wir es kennen, verändern werden. Und deswegen bin ich auf jeden Fall echt gespannt. Und Flugzeug, warum ist eigentlich das Fenster hier auf? Ich hoffe, ihr habt das Flugzeug nicht gehört. Seit wann fliegen eigentlich Flugzeuge bei mir rum? Dementsprechend bin ich mal gespannt, was am Freitag auf jeden Fall da abgeht. Und es wird spannend, Leute. Ich bin da echt gespannt. Und bin natürlich auch gespannt, wie gut das funktionieren wird, weil man natürlich auch schon die Erfahrung gemacht hat mit Minecraft-Servern. Also Minecraft ist ja generell ein Spiel, was jetzt, sage ich mal, nicht so das, ich sag mal, performanteste ist, gerade was Servereröffnung aufgeht. Also ich habe bis jetzt noch nicht viele Servereröffnungen erlebt, die quasi sehr reibungslos funktioniert haben. Und dementsprechend bin ich doppelt gespannt, ob quasi das bei Mintania jetzt quasi funktioniert. Und bin echt gespannt, was sie auf die Beine gestellt haben. Auf der Webseite zum Beispiel, ich gehe ganz kurz mal hier, zack. Auf der Webseite gibt es zum Beispiel halt auch ein echt krasses Design und viele Spoiler, die man sich da schon durchlesen kann. Unter anderem halt wirklich sieht es halt so aus, als wären halt wirklich veränderte Sachen im Spiel eingetreten, die einfach das Spiel nochmal ganz anders machen. Und ja, ich konnte auf den Server kann man ja soweit schon rauf joinen. Und dort kann man sich auch schon verifizieren und so weiter, das habe ich auch schon getan. Viele Informationen kriegt man da trotzdem natürlich noch nicht, also es steht jetzt auch noch nicht, was genau sich handeln wird, also wie genau dann die Welt am Ende aussieht. Das Einzige, was wir haben, ist aus einem Video von Upgrade, wo er schon mal ein bisschen gezeigt hat, wie quasi der Startpunkt aussieht, soweit ich das verstanden kann. Ich denke, es wird ein bisschen so ähnlich wie Citybuild sein, aber halt nicht quasi, naja, nicht Citybuild in dem Sinne von, du machst dir einen Plot und dann kannst du da bauen und hast eine Farmwelt, sondern halt wirklich noch viele andere weitere Aspekte. Ich bin gespannt, wie das auch funktionieren wird mit den, ich sag mal, ich schätze mit mehreren tausenden Spielern, die halt darauf am Anfang auf jeden Fall spielen wollen. Wie werden sie das haben? In wie viele Welten werden wir aufgeteilt? Und das sind alles so Punkte, wo man natürlich die Frage stellen kann, wie wird das umgesetzt? Wie wirklich wird es möglich sein, dann auch gemeinsam daran zu spielen? Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin aber zuversichtlich, dass es auf jeden Fall geil wird, weil halt, wie gesagt, so viel Geld und eine wirkliche Firma dahinter steckt. Wie gesagt, der Geschäftsführer, ich meine, der war bei Schalke 04, das ist jetzt kein 0815-Verein und ich meine, im E-Sport sind die sogar echt, ja, waren die nicht schlecht und er war halt da, wie gesagt, auch Mitmanager scheinbar, zumindest steht das so auf der Webseite. Lest euch das gerne auch mal durch. Und ja, ich bin echt gespannt und am Freitag bin ich, wie gesagt, live und werde mir das Ganze dann anschauen. Hoffentlich wird alles gut gehen. Ich habe auch mit schon auf Twitter geschrieben, habe ihm da viel Glück gewünscht, weil ich denke, das braucht man auf jeden Fall bei so einer Eröffnung. Und ja, werde wahrscheinlich auch als Creator dann am Start sein. Ja, werden wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. So, zack, nee, da kann ich nicht hin. Dankeschön. Nicht.
Ja, was man vielleicht auch sagen kann, so als weitere Information, es wird wohl auch so sein, dass man relativ viel auch über die Webseite machen wird, weil die Webseite halt wirklich komplett selber programmiert ist, zumindest so, wie ich das erkennen kann. Und was dazu kommt, ist noch, dass man auch auf der Webseite alle möglichen Sachen verlinken kann. Twitter, YouTube, Instagram, Discord und so weiter. Und man hat dort ein gewisses Level, man kann dort Einstellungen vortreffen, man kann quasi andere Spieler suchen. Das heißt, ihr könnt auch mich dort schon suchen und werdet dann quasi mein Profil finden. Man kann dort sehen, was die Leute quasi schon erreicht haben. Und das wird auch quasi so, ich sag mal so, von Statistiken witzig, weil man sich dann gegenseitig vielleicht in dem Sinne ein bisschen betteln kann und gucken kann, ja, wer schafft hier was. Und da bin ich auch gespannt. Also das hat auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall, sage ich mal, einiges verändern. Und wir sind hier jetzt schon im letzten Modul und schaffen es nicht, dieses zu beenden. Es sind jetzt noch 49 Sekunden. Ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir das jetzt noch schaffen. Es wäre auf jeden Fall echt ganz cool. Vielleicht schaffen wir das noch. So, komm. Jetzt die letzten Sprünge hier. Einmal konzentrieren beim letzten Sprung. Natürlich verkackt, man kennt's. Ja, damit können wir es leider nicht mehr schaffen, es sind noch 10 Sekunden. Ja, was es auch noch gibt, sind Auszeichnungen, Fortschritt, da, was dort angezeigt wird und auch weitere Sachen. Ich bin auch gespannt, weil es gibt hier sogenannte Rezepte, man hört auch schon was von Dungeons und so weiter und ich bin auf Platz 1, GG. Ach stimmt, es gibt ja gar keinen Deathmatch mehr, also beziehungsweise kann man ja jetzt ausvoten. Ja, dementsprechend würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen mehr kommen. Ich bin gespannt. Natürlich gibt es noch nicht so viele Informationen, die jetzt da sind. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Überblick geben und auch erzählen, welche Personen dahinter stecken. Wie gesagt, eine ganze Firma. Ich bin sehr gespannt, weil dort bestimmt, ich sag mal so, wenn nicht einfach nur jetzt quasi ein YouTuber oder man das hobbymäßig macht, sondern wirklich Angestellte, also Mitarbeiter dahinter hängen, wird es, denke ich, was Großes und Heftiges. Deswegen seid auf jeden Fall am Freitag mit dabei schaut bei mir im Livestream rein. Wir werden uns das gemeinsam angucken. Haut rein und ciao, ciao. Übrigens um 19 Uhr, Leute, habe ich gar nicht gesagt. I'm falling.